Sie haben nicht zufällig eine neue Flamme, die mir dringend Ihr Herz ausschütten muss? Großflächige Hautpartien fehlen, von einem Gewaltverbrechen ist auszugehen. Naja, und der Kopf fehlt. Ich würde halt ganz gerne wissen, warum er den so dringend unkenntlich machen wollte. Das war einer von uns. Die andere Spezialität waren die Russen. Die schieben Giftmüll. Er war korrupten Bullen hinterher. Ein verdeckter Ermittler. Er hat seit langem versucht, mich als Zeugin anzuwerben. Wer sagt, dass sie mir trauen kann? Ich weiß. Mein Mann hat versucht, sie zu bestechen. Wie lange braucht man im Schnitt, bis einer auspackt? Wie bei den Frauen. Eine schwache Stunde. Ich weiß zu viel. Ich komme an die Unterlagen von meinem Mann. Da steht drin, mit wem die Familie Borschakow Geschäfte macht. Die Politiker. Sogar die Polizisten. Haben Sie sich das gut überlegt? Sie wird aber nur reden, wenn ihre Identität innerhalb des Hauses absolut geheim gehalten wird. Sie wissen, dass Sie in dieser Angelegenheit ganz auf sich allein gestellt sind. Ich habe den Kompass verloren. Hoffnung steht mir nicht. Habe kein Talent zum Glück. Können wir die ganze Scheiße auch beenden? Ja, dann beenden wir die Scheiße doch, Mann! Bist du zufrieden? Ja, schon seine Familie würden alles daran setzen, mich mundtot zu machen. Was läuft hier schief? Was wollen diese Polizisten bitte von dir? Und wie ist das bei Ihnen? Mit der Liebe? Oder dürfen Sie das nicht beantworten? Traust uns beiden das nicht zu, dass wir das schaffen? Oder traust es mir nicht zu? Da ist es wieder, die Sache mit dem Vertrauen. Ist ja schön, wenn man ab und zu gebraucht wird. Kommt man sich richtig wie wir vor.